Die 5 Jahre im Landtag, was die Petitionen angeht, kann man wirklich sehen, dass das Petitionsrecht auch den Politikern aufzeigt, wo hakt es in Bayern und wo ist Sand im Getriebe, wo gibt es immer wieder Beschwerden. Und wir haben in den letzten 5 Jahren in dem Bayerischen Landtag in etwa 12.000 Petitionen behandelt. Daran sieht man schon, die Leute nutzen das Instrument eigentlich schon, könnte man noch mehr nutzen, aber 12.000 Petitionen ist jetzt doch auch eine Menge Arbeit gewesen, die in allen Ausschüssen des Bayerischen Landtags auch abgehandelt wurden. Die Besonderheit in Bayern ist, dass es noch einen zusätzlichen Petitionsausschuss gibt, wo die Petitionen, die nicht zu den restlichen, in den restlichen Fachausschüssen beraten werden, dann eben beraten werden. Und bei uns im Ausschuss ist es überwiegend Baurecht, also Bauen im Außenbereich ist so ein Thema. Dann das Thema Schülerbeförderung kommt immer wieder. Dann geht es auch viel um Häftlinge, die sich über die Haftbedingungen beschweren, und Asylrecht. Das sind eigentlich so die größten Themen, die bei uns im Ausschuss, in dem Ausschuss für Eingaben und Beschwerden behandelt werden. Alle anderen Fachpetitionen werden eben in den restlichen 11 Fachausschüssen behandelt.